Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 30.06.2015 hat die deutsche Marine im Rahmen der Operation EUNAVFOR-MED, heute SOPHIA, begonnen mit ihrer systematischen Beteiligung an der Linderung der extrem erdrückenden und bedrückenden Zustände vor der libyschen Küste. Vorangegangen waren in den Wochen zuvor Seenotrettungsoperationen deutscher Schiffe, weil wir angesichts der hohen Zahl der ertrunkenen Menschen vor der libyschen Küste gesagt haben, wir müssen etwas tun. Aber wir müssen natürlich mehr tun als nur Seenotrettung. Wir müssen auch dem Schleuserunwesen das Handwerk legen. Die Operation hat in den letzten zwei Jahren über 400 Schleuserboote zerstört und auch zahlreiche Schleuser festgesetzt und Gerichten zugeführt. Sie hat fast 40.000 Menschen aus Seenot gerettet, allein die deutsche Marine über 20.000. Das ist eine, wie ich finde, sehr beachtliche Zahl. Und dafür verdienen die Soldatinnen und Soldaten an Bord dieser Schiffe auch unseren Dank. Und wir haben auch Waffenschmuggel Richtung libysche Küste unterbinden können. Der gegenwärtig eingesetzte Tenderei Rhein hat das getan. Und das ist genau der Grund, warum wir auch das Bundestagsmandat brauchen, dass wir nämlich die Bundeswehr in die Lage versetzen wollen, notfalls auch unter Anwendung robuster militärischer Mittel Schiffe zu durchsuchen, die sich der Durchsuchung widersetzen, von denen man glaubt oder bei denen man weiß, dass entsprechende Waffen und Munition an Bord sind. Und genau deshalb ist dieser Einsatz auch mandatierungspflichtig. Wichtig ist ebenfalls, dass wir erheblich zum Lagebild beitragen. Im Übrigen wird das im europäischen Operation Headquarter zusammengetragen. Wie überhaupt diese Operation, wie andere Operationen der Europäischen Union meines Erachtens ein gutes Beispiel dafür sind, dass Europa auch in diesem Bereich etwas kann. Und ich finde es gut, dass unsere Bundeskanzlerin, aber auch die Bundesverteidigungsministerin, die französische Verteidigungsministerin, die Europäische Kommission mit Jean-Claude Juncker als Präsident in diesen Wochen und Monaten konkrete Vorschläge dafür liefern, wie Europa seinen Beitrag zur Sicherheit Europas und zur Bewältigung globaler Krisen erhöhen kann durch eine verstärkte gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Blick hin auf eine Sicherheits- und Verteidigungsunion. Ich glaube, da werden wir in diesem Jahr einen Quantensprung erleben. Die Instrumente im EU-Vertrag sind da. Und dann werden solche Operationen, wie wir sie jetzt im Rahmen von EUNAVFOR-MED SOPHIA machen, dann auch noch in einem größeren Zusammenhang und mit den entsprechenden inklusive parlamentarischer Kontrolle dann auch durchgeführt werden auf europäischer Ebene. Das finde ich sehr gut. Deutschland ist an diesem Einsatz beteiligt mit dem Tender Rhein, der von Suda auf Kreta aus operiert. Ich bin 1985 in Suda gewesen mit der Fregatte Augsburg, hatte den Auftrag, gemeinsam mit dem Ordnungsoffizier die logistische Infrastruktur dieses alten britischen Kriegshafens zu untersuchen. Und wir haben das für eine höchst überflüssige Veranstaltung gehalten, weil wir gesagt haben, was muss die deutsche Marine wissen, wo da Wasser- und Stromanschlüsse sind. Wir haben dann erlebt, dass von Suda aus der Marineverband Golf-Marineräumverband nach dem Ersten Golfkrieg stationiert war und dass eben heute daraus eine wichtige Basis für NATO und überhaupt europäische Schiffe für die Region geworden ist. Ich möchte nur noch eingehen auf das, was der Minister angesprochen hat, dem ich uneingeschränkt zustimme, dass natürlich eine nachhaltige Lösung der Probleme im Mittelmeer und vor der libyschen Küste nur möglich ist, wenn wir tatsächlich auch die zivilen Elemente und unsere politischen Möglichkeiten zur Gänze ausschöpfen. Unser Ziel muss es sein, den Staat Libyen in die Lage zu versetzen, in eigener Verantwortung und unter Wahrung humanitärer, rechtsstaatlicher Grundsätze diesem Schleuserunwesen Einhalt zu gebieten und den Flüchtlingen in Libyen eine vorübergehende Heimstätte zu bieten, in der wir guten Gewissens auch dann unsererseits unterstützend tätig sein können. Die Flüchtlinge in Libyen müssen in Einrichtungen untergebracht sein, in denen sie nicht nur, was die Hygiene angeht und Essen und Trinken und Gesundheit, sondern auch, was vielleicht Schule und Bildung für Kinder angeht, entsprechend gute, vergleichbar gute, wie das in anderen Teilen der Welt ja möglich ist, vergleichbar gute Voraussetzungen finden. Und dann müssen wir diesen libyschen Flüchtlingen die Möglichkeit bieten, dort ihre rechtlichen Möglichkeiten des legalen Wegs nach Europa auszuschöpfen.
Und wenn das dann eben zum Ergebnis führt, dass sie nicht nach Europa kommen können, dann müssen wir mit ihnen gemeinsam und mit ihren Herkunftsländern ihnen Vorschläge machen, wie sie zurückgehen können in ihr Land, sodass diejenigen, die in den Ländern sind, zum Beispiel in Mali, zum Beispiel in Burkina Faso, zum Beispiel im Senegal sehen, dass es keinen Sinn macht, einem Schlepper Tausende von Dollar in die Hand zu drücken, um nach Libyen an die Mittelmeerküste gebracht zu werden, sondern dass man besser in der Heimat bleibt und darauf vertraut, dass die Völkergemeinschaft Europa hilft. Wir sind von diesem Punkt leider noch sehr weit entfernt. Es stehen uns erhebliche Widerstände dem entgegen. Wir haben in Libyen gegenwärtig weder einen konkreten, verlässlichen Ansprechpartner, was die Regierungsseite angeht, noch was die parlamentarische Vertretung angeht. Wir haben auch im Blick auf Polizei und Küstenwache natürlich erhebliche Probleme. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir sehr sorgfältig auswählen, wen wir ganz konkret ausbilden im Rahmen der Ausbildungsmission, die wir dort ja gemeinsam mit den anderen im Rahmen von SOFIA durchführen. 89 Küstenwachpolizisten sind ausgebildet worden. Jetzt gibt es einen neuen Lehrgang von 20. Und ich glaube, es ist auf griechischem Boden, werden diese Personen auf Herz und Nieren geprüft, sodass man mit bestem Wissen und Gewissen sagen kann, dass wir tatsächlich da Menschen ausbilden, die dann auch ihre Verantwortung sauber wahrnehmen. Wir werden im Auswärtigen Ausschuss dann in der nächsten Sitzungswoche den Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung von EUNAVFOR mit SOFIA sorgfältig prüfen. Die Obergrenze bleibt die gleiche, der Auftrag bleibt der gleiche. Wir werden es zur Gelegenheit nehmen, uns auch noch mal intensiver mit den Fortschritten zu beschäftigen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir dann hier in der nächsten übernächsten Sitzungswoche das Mandat auch entsprechend verlängern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen.